Kann ja schlecht nach oben gucken. Soll ich mal gucken? Ich finde es halt seltsam, dass es hier oben so riesengroß ist und einfach nirgends die Kiste ist. Da ist auf jeden Fall ein bisschen Erz. Kupfererz oder was? Nee, Tungsten oder so wieder. Ja, das Tungsten. Das sieht ja irgendwie aus wie Endstone aus dem. Ja, so ein bisschen, ne? Enderstein! Ja, jetzt können wir uns die Enderman-Rüstung craften und uns teleportieren. Das wäre so cool. So. Bau doch immer von oben nach unten, Mr. Moore. Warum? Weil du immer die Blöcke unter uns abbaust. So, voll cool. Ich find's nicht so cool. Dann bist du halt uncool. Denn coole Leute finden das cool. Ja, coole Leute werden auch scheinbar von Matsch erschlagen. Ja, weil ich cool bin. Ah. Dankeschön. So. Oh Gott. Da sind viele Spinnen. Da sind drei Spinnen oder so. Ja. Oh. Soll ich eine Bombe werfen? Kannst du auch machen. Oh. Ich hab bald keine Schneebälle mehr. Wie stark ist eigentlich unser Schwert gegen sie? Oh, geht. Mich hat sie sofort getötet. Ja, na, sofort war König das nicht. Morgan wurde brutal zitiert. Seziert. Ja, hab ich doch gesagt. So. Da ist wieder diese Vokabular lässt zu wünschen. Die hässliche Inderin ist wieder eingezogen. Was für Vokabular? Ich kann das Wort nicht aussprechen. Vokabular? Vokabular, ja. Kannst du doch aussprechen. Vokabular. Ich lerne heute Wörter. Willkommen zurück zu Let's Play Terraria mit Wörtern. Und sowas schimpft sich ein König. Das erste, was ich abschaffe, ist Deutsch, ne? Warum das denn? Du kannst doch nicht mal Englisch. Das wird bei mir erst gar nicht geredet. Wenn bei mir Englisch gesprochen wird, dann werden alle in Verlies geworfen. Okay, welche Sprache wird bei dir dann gesprochen? Königlich. Aslak-Deutsch. Aslak. Nein, jeder darf so reden, wie er möchte, ob man versteht, was er möchte. Aber kein Deutsch. Doch. Aber du möchtest Deutsch doch abschaffen. Nein, ich werde Deutsch richtig integrieren. Bei uns gibt's dann keine Bibel, bei uns gibt's den Duden. Das ist dann die Bibel. Der Duden. Der heilige Duden lehrt uns. Ich sehe schon, ich werde, glaube ich, ausreisen aus dem Land. Nein, musst du nicht. Ich finde das ganz knorke. Oh mein Gott! Ich geh in das Haus rein. Flieh. Oh, was ist da drin? Nix. Ja, die kannst du mitnehmen, die Kiste. Was wollte ich gerade machen? Die Spinnen wollen eh gerade mich begatten. Gott sei Dank. Du bist auch viel heißer als ich. Oh. Oh jo, ich bin eine Blume. Da ist ja noch eine Truhe, aber die ist kaputt. So. Komm mal zu dir. Ah, das sind vier Spinnen, heilige Kacke. Oh, das ist so ein kleines Fassding. Mr. Marsh klaut sich alles. Zigeuner hier. Ach, die hoppsa die Tür. Was ist denn das da oben für ein hässliches Teil? Das ist ein verbesserter, ein stärkerer Eisschleim. Eis. Ja, der kann noch Kristalle aus sich rausballern. Ist ein bisschen gefährlich. Er kackt Kristalle? So kann man es auch bezeichnen, ja. Okay. Ich öffne für dich die Tür, ja? Dankeschön. Los, flieh! Komm rein! Moment, ja hallo, guten Tag. Zimbel hier. Ach egal, nehmen wir die Tür mit. So. Genau, hau mit deiner Spitzhacke. Ist ja nicht so, als hätte ich dir extra ein Schwert gecraftet. Pam! 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 Howard ist eingetroffen. Ist das sowas wie Hagrid? Scheinbar. Ach ja, übrigens. Da oben ist ein hässlicher Mann. Oh! Neben dir! Okay, bitte den Wikinger. Oh Gott. Careful. Oh, du bist eingefroren. Cool, hab ich auch noch nicht gesehen. Böser Wikinger! Mr. Maul, werf mal Licht oder so. Ah, danke. So, hier oben ist Luft, komm her. Luft, Luft! Oh, Diamanten sind bei dir, cool. So, siehst du den grünen Punkt da links neben uns an der Wand hängen? Ja. Das ist ein Edelstein. Edelsteine können auch außen an Wänden mittlerweile hängen. Ja. Okay, wollte ich nur gesagt haben. Muss ich mir merken, du. Ha! Oh. Er lebt noch.
Soll ich den Eisschleim mit meiner Schneekanone abballern? Ja, natürlich. Oh ja, gib's ihm dreckig. Darauf, oh, darauf oh ja. So. Ah. Was ist los? Smaragd. Hilfe. So. Wo willst du lang? Ich hab 250 Eisblöcke dabei, aber dann... Wo willst du lang? Keine Ahnung, Luft erstmal. Das ist auch eine Luftblase. Komm uns hier runter. Okay. Ich mach kurz mal ein bisschen mehr Munition aus dem Schnee, den ich hab. Geh weg. Lass Zombie in Ruhe, du böses Monster. So. Oh, eine Silbermünze, du, die nehme ich noch. Ah. Nee, Bälle. So, wo willst du runter? Alle Items, die ich finde, bekommt Mr. Mo übrigens auch. Keine Panik, also Zuschauer. Nicht, dass jetzt jemand denkt, ich behandle ihn hier unfair und klaue ihm nur seine Items weg. Ja, für seine eigene Welt. Schickt er dann GLP zu. Da hier, Achtung, da kommt das nächste böse Erwachen. Alter, große Höhle, gut. Und Edelsteine an der Wand. Ich hole sie mir. Topasse und... Ah! Und eine... Oh, wow. Ah! Dann baue nicht den Block ab an den Berg, sondern schlag unterhalb des Blocks. Das ist so spät. So. Au! Oh. Du bist genau auf der Rückseite von der Peilfalle gelandet. Mach das mal nach, ja? Bau die mal lieber ab. Also, du siehst den ja in den kleinen grauen Block, ne? Bau den Block unten drunter ab. Genau, perfekt. Jetzt kannst du dir nichts mehr tun. Und schon haben wir das größte Problem von Mr. Morgan aus der Welt geschafft. Tschüss. Ich bin doch nur einen Block runtergefallen da. Naja. Du bist schon ziemlich weit gefallen. Nein. Da waren noch mehr Edelsteine, glaube ich. Hier ist... Ja, hier ist, glaube ich, ziemlich viel hier unten. Wir haben ja gerade so Jackpot-mäßige Höhle entdeckt. Ich muss erstmal runterkommen zu dir. Ah, ein paar Rubine sehe ich da an der Wand hängen. Ich muss gerade mal überlegen, wie ich hier überhaupt vorangehe. Lö, lö, lö. Lö, lö, lö. Alter, ist die Höhle groß. So eine Höhle besuche ich immer in Terraria und dann findest du, bei dir in der Welt ist sie natürlich. Es müssten nur noch Items drinstehen, anstatt nur Vasen. Das wäre doch mal schön, ne? So richtig schöne Goldtruhen. Bist du schon wieder da? Hörst du doch an dem Sterbegeräusch. Ja. Ah ja. Ich bin gestorben. Wollte ich mal so erwähnt haben. Die Eishöhle ist aber ziemlich groß, ne? Ja, aber müssen wir noch mal den Erdkern erreichen. Nee, noch lange nicht. Deswegen sage ich ja, eine kleine Welt ist gut. Wir sind jetzt gerade so bei der Hälfte oder so. Gibt's immer noch die Hölle? Ja, die gibt's doch. Ein bisschen verändert, aber ich bin übrigens auch wieder oben. Ne? Ist sie immer noch böse? Hast du vielleicht ein paar Fackeln für mich? Ich habe nur noch 43 Fackeln. Nur noch? Ich habe einfach gar keine. Benutzt du die Minimap? Hast du die an? Ja, die ist an. Okay. Krass, wie riesig die Höhle da unten ist. Krieg ich ein paar Fackeln? Okay, du hast unsere Edelsteine zu Fackeln verarbeitet. Das geht natürlich auch. Das war keine Absicht. Ich wollte dir Fackeln geben. Und sowas, man schafft es aus Versehen. Wie kann ich dir die werfen? Lila aus. Du kannst, wenn du Rechtsklick drauf gedrückt hältst. Hab ich schon, ich hab 32. Und mit Rechtsklick wirfst du sie raus. Perfekt. Tada! Du hast nicht umsonst diese Wandrutschfähigkeit. Ja, ich stelle mich sehr oft. Das bist du auch schon, bevor ich da war. Ja, Death Counter bei 100 mittlerweile. Ich bin halt ein Pro in diesem Spiel, ne? Ja. Aber ich bin ja genauso gut. Wir müssen langsam mal ein paar Herzen finden. Du weißt ja wenigstens, worum es geht. Ey, ich hab doch geklammt da. Bäh. Hey, ich bin auch in den Schub gestürzt, ja. Aber ohne Enterhaken ist es in der Höhe schon ein bisschen... Ich hab einen und sterb trotzdem immer. Ja, du bist halt ein Noob. Ja. Wie viele Edelsteine hast denn du? Vielleicht haben wir ja genug, dass ich auch einen hab. Ich hab nur 2 Topas. Nein, am Tisten hast du ja irgendwie... umgewandelt. Sagen wir mal so. Ja, zu was Wunderschönem. Ist dann da so. Kann auch deine Tungstenbars schon mal zusammenlegen. Was?
Du hast doch Tungsten-Bars. Tungsten-Org abgebaut. Daraus können wir doch schon mal was craften für okay. Dich. Siehste, dreht er gleich um. Ich hab einen Trank für dich, glaube ich, der dir helfen wird. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Ich lebe wieder, so. Hier, nimm mal hallo. Den Trank später. Oh, sofort nehmen. So, was willst du? Tungsten-Ohr. Give me all your Tungsten-Ohr and I craft you. Eisblock, Tungsten-Ohr. 59 Stück einfach. Graue Druckplatte. So. Für eine Rüstung wird es nicht reichen. Wollen wir mehr sammeln für eine Rüstung oder willst du schon mal eine neue Spitzhacke? Was bringt mir die neue Spitzhacke? Sie baut 15% schneller ab. Ja, so ganz nett, ne? Aber wir brauchen. Ja, nimm mir doch die Spitzhacke sonst schon mal. Wie viel Abwehr hat der Holzhelm? Nein, wir gehen auf die Rüstung für dich. Da. Okay. Hier hast du schon mal einen Helm davon. Wo? Ach, in da. Im Inventar. Sollte auch besser sein als der Z-Bonus vom Holz. Wohin? Bei so Social, Färben oder bei Ausrüstung immer, ne? Ausrüsten, ja. Oh mein, jetzt sehe ich aus wie. Ich habe keine Ahnung. Du Monstrum. Wie jemand, der Pinguine tötet. Pinguinvernichter. Du musst ja nicht mal den Endhaken einsetzen, du musst doch nur gegen die Wände lenken. Einfach alle paar Meter mal. Ja, das stimmt. Du bist so intelligent. So, schnell hier durch, bevor wieder 1000 Spinnen kommen. Nein, da ist eine! Ah! Los, töte sie! Das dauert aber. Das schaffst du! Jetzt krabbel ich die da weg. Töte sie! Okay. Bin nur fast gestorben. Oh Gott, da unten ist eine, die nicht an den Wänden krabbelt. Oh, ist eine, die springt. Ah, sie ist reingefallen, Gott sei Dank. Okay. Schnell weg hier. Vorbei. So, und jetzt sind wir hier. Hier brauchst du deinen Enterhaken. Du machst es auch gerne ziemlich. Ah! Ich komme hier nicht rein. Ja, ich habe hier ein Riesenproblem reinzukommen. Wie bin ich überhaupt das erste Mal hier erfolgreich reingelandet? Keine Ahnung. Guck dich um, finde tolle Sachen, erkunde die Welt. Viele tolle Sachen. Stirb in 10 Sekunden. Doppelsprung oder so wäre cool. Was ist hier? Snowflings? Was? Was? Hier ist ein Schneeball irgendwie, der hier rumrennt. Achso, ja. Ein Gegner.